Ruhe! Hallo, Ruhe! Auch in den letzten Reihen hinten. Wer sich unterhalten will, geht bitte raus. Als nächstes haben wir einen Job für drei Herren, die hoch hinaus wollen. Und zwar geht es darum, einen Efeuwuchs von einem Haus zu entfernen. 2 bis 3 Tage, 10 Euro Obermenzing. 3 Herren Messebau, ab sofort 3 Tage in Vollzeit, 10 Euro Riem. Einen Herrn als Bauhelfer, ab sofort den ganzen Tag, 10 Euro in München, 19 Neuhausen. Und zum Schluss bräuchte man noch 4 kräftige Herren für einen Umzug, 6. Stock ohne Lift. Macht Freude und gibt Muckis, dafür gibt es ganze 10 Euro in der Innenstadt. شو عم تعمل؟ ماما؟ والله أكلي همك بهالغربة. نحن بعتناك مشان تدرس، مو تشتغل على التاب. لا تكلمي يا أمي، أنا عم ساعد بس رفيقي. إمتى رح ترجع لعندي؟ بدي جوزك، حابة أشوف أولادك. أمي ما بدي أتزوج مشان الله، وإذا بدي أتزوج بتزوج لحالي. رمزي؟ Du musst arbeiten für das Geld, das du verdienst. Oh, my dollar. Oh, my dollar. Oui, my dollar. Ich helfe Ihnen, kommen Sie. Oh, danke. Wir waren 5 Minuten zu spät. Geh rein und halt die Goschen. Ja, aber wir warten draußen und... Geh weiter, hab ich gesagt. Zupf die. Wir haben schon gegangen. Jetzt sitzt die hier und gewürdet. Alla Hand, nein. Verschämtheit. Wenn alle Busse 5 Minuten zu spät kommen, dann kommen alle Leute zu spät zur Arbeit. Das wird Wirtschaftsschaden. Sind gescheit, Hafer, so. Du bist mir gerade noch abgegangen. Halt der Goschen, hab ich gesagt. Zupft. Zupft. Zupfti. 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 Bist du Bayer werden? Ja, also, es gefällt mir sehr hier. Ja, Herr Scheif. Also, Sie haben jetzt Ihr Studium endlich erfolgreich abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und Sie wollen jetzt bei uns in Deutschland bleiben. Ja, genau. Ich fühle mich wie ein Deutscher. Ja, das reicht leider nicht, um deutscher Staatsbürger zu werden. Sie müssen mit Ende des Studiums ausreisen. Reisen? Ich will keinen Urlaub machen. Nein, nein, nix Urlaub. Weg, weg, nach Hause. Weg? Sie wissen ja, zu Hause ist am schönsten. Ich verstehe das nicht. Ich bin aber sehr integriert in den deutschen Gesellschaft. Ich bin diszipliniert, ich trenne Schön. Meinen Müll ja. und ich bin in einem Tierschutzverein. Ah ja, bin ich auch. Und ich bin versichert, Krankenversicherung, Hauptversicherung. Und ich liebe Claudia Schiffer und Boris Becker. Ah, der Boris, ja. Und ich liebe die Bundesliga. Ich schaue alle Spiele, ich kenne alle Vereine, ich kann Ihnen alle Nationalspieler zählen. Ja. Die sind Ballack, Kahn, Noville, Ramelow. Schumacher. Schumacher. Ja, das ist ja alles schön und gut, Herr Scharif. Aber wir hoffen, dass Sie das dann zu Hause genauso machen, gell? Gell? Küss mich. Herr Scharif, aufwachen, Herr Scharif. Ah, Entschuldigung. Ich glaube, Sie gehen jetzt besser. Ich gebe Ihnen noch eine Woche Fristverlängerung. Mehr geht aber nicht. Können wir nicht 3 Monate machen? Nein. 4 Monate? Nein. 2 Monate? Nein. 2 Wochen, 3 Wochen? Nein! Wir sind hier nicht auf einem Bazar.
Hallo? Entschuldigung, Sie haben den Weißglas hier geworfen. Das ist falsch. Das ist die Weißglascontainer. Sie machen das falsch. Sag mal, für wen hältst du dich eigentlich? Nichts, aber Entschuldigung, Sie bringen die Recycling durcheinander. Bist du bekloppt oder was? Oder arbeitest du beim Umweltministerium? Ich bin nicht beim Umweltministerium, aber Entschuldigung, Sie machen meine Stadt schmutzig. Deine Stadt? Willst du mich verarschen oder was? Lerne mal richtig Deutsch erstmal. Hey. Ja, du blöde Ausländer, das ist so gehen, wo hey, du kommst. Das sind mehr viele mir, ne? Entschuldigung. Nichts passiert. Zack. Entschuldigung. Was? Sie haben wunderschöne Augen. Wieso? Warum? Weil... Was meinen Sie damit, dass ich schöne Augen habe? Meinen Sie die Farbe, die Größe oder die Form? Meinen Sie die Ausstrahlung? Oder den Spiegel meiner Seele? Wissen Sie eigentlich, dass 91% aller Männer beim ersten Kennenlernen den Frauen ein Kompliment über ihre Augen machen? Und wenn man sie dann 5 Minuten später nach der Augenfarbe fragt, dann wissen sie sie nicht mehr. Alle Menschen haben schöne Augen. Oder wollen sie einfach nur mit mir ins Bett? Ja, dann sagen Sie es doch einfach. Sagen Sie aber nicht, dass ich schöne Augen habe, nur weil Sie mit mir ins Bett wollen, ja? Ich meine, wenn Sie finden, dass ich schöne Augen habe, ja? Dann können Sie mir das ruhig sagen. Aber benutzen Sie es nicht als Anmacher, um mich ins Bett zu kriegen, nein, ja? Nein, nein. Ach komm, Sie sagen doch, ich habe schöne Augen. Und in Wirklichkeit wollen Sie mich sexuell missbrauchen. Nein, nein, nein. Ach, oder wollen Sie mich nur heiraten wegen scheiß Aufenthaltsgenehmigungsproblem? ماما لك امي ليش عم تشرشي حالك وتشرشحنا؟ كل يلي عم تفكر فيه ما له طعمه ولا وحده منهم بتناسبك. شوف امي لقيت لك وحده بتناسبك اطلع فيها. ماما مشان الله مو هذا الشيء اللي بدي اياه. ليش ما بصير معي 100 ألف ليلة وليلة والمصباح السحري بتطلع لي جنيه بتحقق لي احلامي؟ Sultan, welchen Wunsch soll ich dir erfüllen? Ich will Deutscher sein. Was? Haben Sie? Ja. Ich kommst du auf die Anzeige, gell? Ja, grüß dich. Ja. Komm rein. Ramsi hast du gesagt, heißt ja, du, gell? Ramsi heißt ja. Das ist eigentlich ein bisschen ein komischer Name, naja. Ja, oder? Danke, ja. So, Tischgebet, dann musst du es. So, jetzt. Herr, segne, was du uns bescheret hast. Amen. Mahlzeit. Okay. Was ist? Bist du Vegetarier? Nein, ich bin Muslim. Ach so. Ja. Du, aber bei den Moslems, da darf man ja mehrere Frauen gleichzeitig heiraten, gell? Ja, man kann mehrere Frauen heiraten, ja. Aber ich brauche nur eine. Ach so? Ja. Ich freue mich schon auf dich, Schatzi. Du süßer Araber. Aber bei mir auf dem Hof musst du arbeiten. Und Probezeit musst du auch machen. Ja, ich mache alles für dich. Hoffentlich. Ich liebe dich. Schau, dass du weiterkommst! Zupf die!
Hallo, Claudia. Hier ist Ramsi, hi. Hi, Ramsi. Schatz, warte, ich telefoniere. Geh kurz zu Papa. Sorry, Ramsi, meine Tochter. Ah. Du hast eine Tochter, gratuliere. Hi, Katrin. Hier ist Ramsi. Ruf mich nie wieder an, du Arschloch! Hallo? Hi, Corinna, hi. Ich bin mit Corinna verabredet. Aha. Komm, Ramsi. Hi, ich freue mich, dich zu sehen. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Du hast keine Haare mehr. Kommt noch. Wohnst du hier? Wie viel zahlst du? Es ist wahnsinnig groß. Als WG, hallo? Hallo? Es ist sehr schön, sehr groß. Es gefällt mir. Hallo. Was machst du hier? Ich spiele. Spielen? Aber du warst Krankenschwester. Bin ich schon seit einem Jahr nicht mehr. Aber was spielst du, einen Horrorfilm? Nein, einen Liebesfilm. Aber ich erzähl's dir später. Sag mir mal, warum du mich so unbedingt sehen wolltest. Warum siehst du dich aus? Ich muss spielen. Spielen, aber... Danke. Ich wollte mit dir nur kurz sprechen. Wenn ich das... Schieß los. Würdest du mich heiraten, damit ich in Deutschland bleiben kann? Das ist eine typische Ramsi-Idee. Wir sind seit 3 Jahren nicht mehr zusammen. Jetzt soll ich dich heiraten? Was ist denn mit Ina? Ina. Wir haben Schluss gemacht. Sie ist wunderbar. Sie ist eine sehr romantische Frau. Sie hat ein großes Herz. Wir hatten sehr harmonische Beziehung zusammen. Ina war verständnisvoll. Und sie hat mich wirklich geliebt. Ich hab so Lust auf dich. Jetzt nicht. Komm, komm bitte. Nein, ich kann nicht. Wieso nicht? Hast du deine Tage? Nur weil ich nicht kann, habe ich meine Tage? Nein, natürlich nicht. Ich habe nur diese Bilder von diesem Film über Tschernobyl im Kopf. Diese schrecklichen Bilder. Schatz, ich habe dir oft gesagt, hör auf, diese Dokumentarfilme über Kriege und Katastrophen zu sehen. Ich will Orgasmus mit dir haben. Hm? Orgasmus? Sag mal, spinnst du, Ramsi? Wie kann ich einen Orgasmus haben, wenn jede Stunde viele, viele Kinder in Afrika an Hunger sterben? Oder denk mal nur an Afghanistan und Tschetschenien. Oder an die Philippinen und Somalia, Irak. Und ach, das ist so schrecklich, die Welt. Die Welt geht zugrunde. Was soll ich machen? Soll ich die UNO anrufen und sagen, sie sollen Soldaten hier in unserem Schlafzimmer schicken? Wir haben seit Monaten kein Sex. Sex? Sex ist alles, an das du denken kannst. Ich meine, wie soll ich denn Sex haben, wenn die ganze Welt in Schutt und Asche liegt? Und weißt du, was du bist? Du bist politisch naiv, Ramsi. Mit mir war es anders, oder? Oh, ja, mit dir war es traumhaft schön. Du warst die richtige Frau für mich. Naja, du warst kompliziert, so altmodisch, konservativ. Ich hab dich geliebt, ich wollte mit dir sterben. Wir passen überhaupt nicht zusammen. Du warst langweilig und verklemmt, völlig fantasielos. Du bist eine exotische, spannende, lebendige Frau. Aha. Du hast mein Leben bereichert. Sag mal, hast du keine anderen Frauen kennengelernt? Doch, ich war noch mit Sabine. Sie hat bei einem Steuerberater gearbeitet und sie war sehr lustig. Wow, sieht fabelhaft aus. Aber wir essen noch nicht. Du weißt, das Mittagessen ist erst um 14 Uhr. Also noch 5 Minuten, Sportsfreund. Können wir nicht heute Ausnahme machen? Ich habe wahnsinnig Hunger. Nein. Hast du Probleme mit den deutschen Frauen? Nein, gar nicht. Also ich finde, die deutschen Frauen sind so wie das deutsche Wetter. Wechselhaft, neblig, stark bewölkt, weiß nicht. Aber die haben so eine Gabe, Sachen zu analysieren, bevor sie passieren. Man soll sich genau überlegen, bevor man eine Frau sagt, du hast schon ja auch. Alles hat keinen Sinn, der Welt geht runter, Apokalypse kommt. Ich habe fertig. Sei nicht so pessimistisch. Warum willst du überhaupt in Deutschland bleiben? Ich wollte immer im Lande von BMW und Mercedes leben, obwohl ich nicht Auto fahren kann. Warum ziehst du dich aus? Corinna, was ist los mit dir? Ich muss spielen, Ramsi. Aber du ziehst dich aus. Warum? Na? Hi. Frank, ich wollte mich dir vorstellen. Wir machen die Szene zusammen. Wir haben noch nicht miteinander gespielt, oder? Nein, es ist das erste Mal vor der Kamera. Wir schaffen das schon. Danke. Bis dann. Bis dann. Bist du verrückt? Entspann dich, Ramsi. Ich muss drehen. Hast du deinen Verstand verloren, Corinna? Würdest du mit ihm treiben? Mama? Halle an Hekra Beta. Ja, wo eine Tat dabei?
لك انت ما بتستحي على حالك؟ بدك تتجوز هيك وحده؟ امي شو جابك لهون مشان الله تركيني لحالي؟ مش بينستو مت مش بريكست دن؟ عم بحكي مع امي. يا عيب شو ماما؟ ماما؟ رمزي؟ كورينا بس ما قصدو ده. يخرب بيتها، لك شوف شلون تزلطت، لك لا تطلع. ما قلت لك هدول ما في عندهم حياة ولا أخلاق؟ كورينا. Also ich werde dich nicht heiraten. Du könntest Tommy den Maskenbildner heiraten. Tommy? مين هاد؟ مين تومي؟ رجال؟ من هاللحظة؟ لا أنت ابني ولا أنا بعرفك. ماما. تومي. Magst du dich nicht ausziehen? Nein, es ist okay so. Die muss doch ganz heiß sein. Ich bin an die Hitze gewöhnt. Warst du noch nie mit einem Mann zusammen? Nein. Ich bin so... Hab keine Angst. Es ist sehr leicht. Entspann dich. Oh ja. Ich bringe dir alles bei. Ich mag dich. Ich dich auch. Komm, leg dich hin. Ja. Bist du Deutscher geworden? Ja, ein bisschen schon. Für mich ist die Welt ein dunkler Fleck. Aber warum sollte ich mich selbst belügen und behaupten, dass ich sehe? Ich weiß, du suchst dein Glück. Aber das Glück, das wohnt ja nicht nur hier. Also, zupf dich. بلاستيكية.